Hi, heute geht es um die letzte normale Nassfuttersorte Rind von Reiko für Hunde Nassfutter. Für welchen Hund ist die Sorte geeignet? Sie ist optimal für heranwachsende und erwachsene Hunde und die aber auch vital sind. Das Maxidog Fit Rind hat viel Rindfleisch, Karotte, Reis und die Algenmischung. Und dadurch ist die Sorte glutenfrei und hat das mineralische Gleichgewicht. Nun, wie schaut die Zusammensetzung aus? Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse mit 69% Rind. Und auch hier ist wieder genauso aufgebaut, also der Anteil von Muskelfleisch und Innereien wie bei einem echten Rind. 4% Karotten, das ist dann auch wieder für die Ballaststoffe zuständig oder es ist ein Ballaststoff. Und verbessert damit die Verdauung und beugt Verstopfung vor. Reis, der sorgt dann wieder für die Energieversorgung und die Stärke oder durch die Stärke. Und es empfiehlt sich, auf Reis, Hirse und Hafer als Getreide zu setzen, denn diese sind allergenarm. Von Weizen, Soja und anderen Getreidesorten wird abgeraten, denn die verursachen bei manchen Hunden Allergien. Dann gibt es noch Fleischbrühe für den Wassergehalt. Und Algen für das mineralische Gleichgewicht. Die analytischen Bestandteile. Rohprotein mit 12,8%, das ist hier höher als bei der Sorte davor und auch ein recht guter Wert. Rohfett mit 5,2%, etwas weniger als die Sorte davor und passt aber auch mit den empfohlenen Mengen. Rohfaser mit 0,5% liegt im unteren Bereich und ist super vom Wert her. Rohasche mit 1,5% liegt auch noch völlig im Rahmen. Feuchtigkeit mit 79% ist 1% mehr als bei den anderen Sorten und liegt hiermit aber auch in dem höheren Bereich und auch super. Calcium mit 0,32% und Phosphor mit 0,24%. Ergibt ein Calcium-Phosphor-Verhältnis auch 1,3 zu 1 und auch wieder hier ein richtig idealer Wert. Die tierischen Nebenerzeugnisse sind auch hier hochwertig und bestehen bei dieser Sorte aus Lunge, Herz, Leber, Pansen und Euter. Der Tagesbedarf ist gleich wie bei den anderen. Ein 5-Kilo-Hund braucht auch hier 200 Gramm am Tag. Meine Erfahrung damit, ja, auch die Sorte ist sehr beliebt bei den Hunden. Also meine isst sowieso alle Nassfuttersorten sehr gerne und wird auch durchgängig gegeben, also nicht als Kur. Und die Hunde essen es an sich sehr gerne. Ich finde auch, dass das Rind jetzt nicht zu arg riecht. Ich bin aber auch etwas weniger empfindlich. Also wenn man es gar nicht so mag, dass Nassfutter riecht, dann ist man bei Geflügel relativ gut aufgehoben. Ja, aber auch meine Katze liebt die Rindsorte. Ich muss ihr immer ein Stückchen abgeben, wenn ich dem Hund Nassfutter aufmache. So, hat dir die Folge gefallen? Dann lass mir gerne eine Bewertung da. Damit hilfst du mir auch wieder sehr viel weiter. Deine Jasmin mit Genie und Chiara.